Was bisher geschah. Mein Opa hat einfach eine richtig krasse Story, haltet euch fest. Und zwar soll hier ein Gruselclown rumlaufen. Ich glaube, das Haus ist schon seit ganz langer Zeit verlassen. Oh mein Gott, hinter dir, hinter dir! Oh mein Gott! Hinter dir! Spiel ein Spiel mit mir, ja? Das ist für dich, du ekelhafter Clown, Alter! Und das für Anna! Wir haben ihn, oder? Hä, wo ist meine Taschenlampe? Hinter dir, hinter dir! Ah, er ist wieder da! Freunde, wenn ihr mehr Videos von Pennywise und von GTA 5 sehen wollt, dann lasst jetzt kostenlos ein Like und ein Abo da. Ich bin aufgeregt, wie es heute weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Ach, und übrigens, ich arbeite jetzt bei der Polizei und versuche seit langer Zeit, den Fall zu lösen. Hoffentlich schaffen wir es. Ey, warte mal, Tom. Ist morgen nicht Halloween? Ja, genau. Oh nein, es jährt sich schon wieder. Die Clown-Attacke von damals. Ja, das ist eine ganz schlimme Geschichte. Eine schlimme Geschichte, Mann? Mein Bruder, mein Freund, der ist immer noch verschwunden. Ich habe nie wieder was von ihm gehört. Irgendwie, ich weiß nicht. Das klingt alles so, so unrealistisch. Es ist passiert, Mann. Ich schwör's dir. Das Mädchen konnten wir retten damals, aber den Jungen nicht. Er wurde danach entführt. Ja, ich glaub's dir. Das ist ganz tragisch. 20 Jahre ist es dieses Jahr her. Dieses Ding ist einfach nie wieder aufgetaucht. Seid ihr da? Wagen 76, seid ihr da? Wagen 76 meldet an Zentrale. Wir sind da. Wir können Sie hören. Es ist ein Code 7 bei Motel. Code 7? Wir sind in der Nähe vom Motel, das können wir übernehmen. Ja. Okay. Braucht ihr Verstärkung oder Suchtrupp? Nein, wir fahren erstmal zu zweit hin und checken das Ganze ab. Okay. Melden uns wieder, wenn wir mehr Informationen haben. Ey Leute, da ist gerade ein Code 7 bei Motel reingekommen. Das heißt verschwundene Person. Ich bin mal gespannt, auf was uns gleich erwarten wird. Generell haben wir von solchen Fällen viele, aber gerade um Halloween herum wird das Ganze nochmal mehr. Könnt ihr sicher verstehen. Da vorne steht schon einer, das könnte er sein. Jo, lass doch mal befragen. Schönen guten Tag, Officer Wannabe und Officer Tom hier. Wie können wir Ihnen denn weiterhelfen? Endlich kommen Sie, mein Freund Peter ist schon seit 2 Stunden jetzt weg, ey. Er wollte nur mal kurz eine rauchen gehen. Seit 2 Stunden ist er verschwunden. Aber er kam nie wieder. Ich habe mir so Sorgen gemacht. Kann es sein, dass Sie getrunken haben? Ja, wir waren nur in der Bar mal, aber... Ja, mein Freund ist jetzt weg. Könnt ihr bitte den suchen gehen? Hat der Herr Peter auch getrunken? Ja. Dann warten Sie mal bitte. Ich muss mich eben mit meinem Kollegen besprechen. Eine Sekunde bitte. Oh, ich glaube, das ist ein einfaches Ding. Er hat getrunken. Ich gehe mal davon aus, der andere Trunkenbold hat auch getrunken. Und der ist wahrscheinlich irgendwo in der Ecke umgekippt. Du weißt schon, die haben ein bisschen Bierchen gekippt und dann hat er einen Abgang gemacht. Ich würde sagen, wir gehen einfach auf die Suche. Ja, kann schon gut möglich sein. Leute, das Gute ist, von solchen Fällen haben wir jede Woche 10 Stück, die wir klären müssen. Was meint ihr, wo ist der Typ? Tom, hier liegt einer. Das ist er. Gott. Ich hab's dir doch gesagt. Jo. Der macht dir wahrscheinlich nur ein Schläfchen. Wie hieß der noch gleich? Peter, oder? Ja, ich glaube. Peter, aufwachen. Herr Peter. Oh nein. Gott, da liegt der Blut. Da liegt Blut rum. Hol deine Waffe raus, Kollege. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich führe mal eben seinen Puls nach, das sieht nicht gut aus. Jo, mach das, ich gebe dir Deckung. Der hat keinen Puls mehr, der ist tot. Der wurde umgebracht. Ich werde das mal eben durchfunken müssen. Oh wow, was ist das? Jo. Hast du das gesehen? Ja. Hast du es gesehen? Ja. Das war der Clown. Er ist wieder da. Pennywise ist wieder da. No. Du hast ihn auch gesehen, oder? Ja, ich habe ihn auch gesehen. Der Typ ist wieder da. Leute, pünktlich zu Halloween ist der Clown wieder da. Frag mal, und ich dachte, das wäre eine Geschichte. Ey, ihn umgebracht. Schieß auf ihn! Schieß ihn vom Dach runter! Knall dieses Ding ab! So fällt er nicht um. Ich hab 3-mal getroffen. Ist der? Halt dich griffbereit. Gib mir Deckung, Mann. Jo. Ihr wisst, was hier passiert ist. Das gibt's doch gar nicht. Seit wann geht der auf Erwachsene drauf? Zentrale, können Sie uns hören? Ja, hier Zentrale. Wir haben hier ein Problem. Ja? Der Gesuchte ist ermordet worden. Wir brauchen hier dringend einen Krankenwagen und die Spurensicherung. Ja, ich fordere sofort einen Krankenwagen an. Wir kommen zum PD zurück. Okay, wird bestellt. Alles klar, bis gleich. Wannabe, was ist mit dem Typen, der uns da den Auftrag gegeben hat? Ey, da müssen wir jetzt Bescheid sagen, du hast recht, Mann. Es wird sicher ein Schock für ihn sein. Wir haben schlechte Nachrichten für Sie. Was ist los? Es tut mir sehr leid, aber Ihr Freund ist tot. Nein. Ist ermordet worden. Wirklich? Das kann nicht wahr sein. Mein Freund Peter. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss dem Chief das alles erzählen. Du hast es doch diesmal auch gesehen. Diesmal wird er es mir glauben. Weil wir einfach 2 Leute sind, die es gesehen haben. Perfekt, der Krankenwagen ist da. Lass mal direkt zum PD fahren. Jo, ich will ihm alles erzählen. Hoffentlich kann er uns helfen.
Leute, dieses Drama hat doch was Gutes, denn jetzt hat Tom endlich auch den Clown gesehen. Bisher hat mir keiner geglaubt. Ich war einfach der Einzige, der übrig geblieben ist. Ey, Tom, ich hoffe, du gibst mir jetzt Rückendeckung bei dem Ganzen. Ja, klar. Wir müssen dieselbe Story haben, damit wir endlich diesen Clown fangen können. Ey, ist der Chief da? Und der Chief ist im Büro. Okay, ich kläre das direkt mit ihm. Chief, sind Sie da? Oh, erstmal alle wieder rausgehen, anklopfen hier. Oh, kommen Sie schon, komm. Das kann doch nicht wahr sein. Mein Gott. Wir haben einen erschreckenden Fund gemacht. Wir müssen Ihnen die Wahrheit sagen. Oh ja, was denn? Hören Sie, bei dem Vermissten, den wir gerade gefunden haben, der ist ermordet worden. Oh, von wem denn? Sie werden das jetzt nicht glauben, aber Tom ist mein Zeuge. Der Clown ist wieder da. Boah, ich hab für die Scheiße keine Zeit, muss ernsthafte Fälle lösen hier. Das ist aber kein Quatsch, Tom, sag doch auch was, du hast den Clown doch auch gesehen, Pennywise ist wieder da. Das ja, der Clown war da. Ja, das nächste Mal, wenn ihr so eine Scheiße erzählt, dann seid ihr gefeuert, habt ihr das verstanden? Hey, das gibt's doch nicht, ihr glaubt schon wieder nicht, selbst mit einem anderen Kopf, das kann doch nicht sein. Komm schon, Tom, lass uns abhauen, der glaubt uns einfach nicht. Hey, das gibt's nicht, warum glaubt er uns das denn alles nicht? Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Ja. Ey, du warte mal, ich hab eine Idee. Wir können bei dem Mädchen von damals vorbeischauen, Anna. Vielleicht ist er bei ihr aufgetaucht und sie hat irgendwelche Hinweise. Lass das mal machen. Oh mein Gott. Leute, habt ihr das gesehen? Pennywise ist beim Chief drin gewesen. Vielleicht hat er ihn manipuliert. Und deswegen glaubt er uns nicht. Was meint ihr? Kann uns Anna Antworten geben? Ich meine, sie war stundenlang mit dem Clown allein. Vielleicht hat er irgendwas erzählt. Ey, ich hoffe es. Hey Tom, ich muss dir aber etwas erzählen. Anna wohnt nicht zu Hause, sie ist in einer Klinik drin. Das damals hat sie schwer mitgenommen. Das heißt, wir müssen sehr, sehr behutsam umgehen. Und wir dürfen das mit dem Clown vielleicht nicht direkt ansprechen. Ja, okay? Hier vorne müsste es sein, das ist das Krankenhaus. Das Gute ist, wenn irgendwas passieren sollte, die haben ja auch Wachschutz. Wir sind auf jeden Fall bereit, hoffentlich kriegen wir Antworten. So, lass uns direkt reingehen, ich habe schon einen Termin gemacht. Der Arzt müsste eigentlich auch Bescheid wissen. Ja. Schönen guten Tag, hallo, Polizei hier. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Wir hatten einen Termin beim Doc, bei der Patientin Anna. Doc Anna, ja, genau. Sie ist da hinten in dem Raum. Okay, und der Doc ist schon da? Ja. Okay, der antwortet einfach nicht. Unfreundliche Typen hier. Hallo? Das sind halt die Ärzte. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Wir wollen zur Patientin Anna. Ganz schlechter Zeitpunkt gerade. Wieso? Könnte ich Sie vor der Tür draußen sprechen? Ja, selbstverständlich können Sie das machen. Aber warum ist sie denn unterm Bett? Ist heute ganz schlimm, oder was? Kommt mit raus. Sie darf das nicht hören. Okay. Wieso, was ist denn schon wieder los? Hat sie schon wieder Anfälle gehabt? Sie hat ganz starke Anfälle. Sie leidet ganz stark. Am besten nie wieder das Wort Pennywise sagen oder so. Okay, hören Sie zu. Sie sind der neue Arzt. Sie wissen es nicht. Aber ich bin eigentlich jeden Monat hier. Ich kenne das Ganze schon. Lassen Sie uns einfach zu ihr. Wir können Sie kurz sprechen und kommt mit, aber nichts sagen, was Sie triggern könnte. Nein, natürlich nicht. Ich kenne das Ganze doch schon. Was machst du denn da unten heute? Mir geht's nicht so gut. Weil wieder Halloween ist, oder? Ja. Hör mal zu, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Können Sie uns bitte alleine lassen? Das ist privater Natur. Okay, aber nur ganz kurz. Danke sehr, das ist zu lieb von Ihnen. Komm mit. Hör zu. Ich weiß, du hörst es nicht gerne. Ja. Aber ich habe den Clown wieder gesehen. Pennywise ist wieder da. Wir können deinen Bruder immer noch retten. Aber ich brauche deine Hilfe. Und dazu musst du jetzt mal vom Bett rauskommen. Was ist mit dir passiert? Wieso siehst du so verletzt aus? Haben sie dir wehgetan? Ganz normal. Ganz normal? Oh, was geht denn hier ab? Hast du Pennywise gesehen? Nein, habe ich nicht. Sicher? Ja, sicher. Okay. Die Gesprächszeit ist nun vorbei. Er ist hier. Wer ist hier? Niemand, wir müssen gehen. Wir warten am Auto. Oh nein, Leute, habt ihr das gesehen? Pennywise ist jetzt auch hier aktiv. Er weiß, was wir vorhaben. Er weiß, dass wir bei Anna sind. Oh nein, ich hoffe, das war kein Fehler, hier hinzukommen. Komm her zu, wir müssen dafür sorgen, dass der Clown hier keine Unruhe macht. Wir gehen am besten nach draußen und checken das ganze Gebiet ab. Wir müssen aufpassen, der ist hier irgendwo in der Nähe. Ich glaube, irgendwie hat es auf mich abgesehen. Ich weiß nicht mal, warum. Hörst du das? Auf dem Dach. Wo? War er auf dem Dach? Ja, war da oben. Ich sehe ihn. Komm runter, du blöder Clown. Security, sehen Sie den? Sehen Sie den? Er ist schon wieder da. Verdammt, wir müssen aufs Dach hoch. Wir müssen uns den schnappen. Ich schau hinten, ob es einen Aufgang gibt.
Schau mal rechts oder links nach. Ich gehe auf die andere Seite, dass wir irgendwie hochkommen. Ja. Tom, hier hinten ist alles sicher. Wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir auch. Wo ist das Ding schon wieder? Die Lichter sind aus. Wieso sind die Lichter aus? Das bedeutet sicher nichts Gutes. Geh in die Praxis rein. Wie ist das möglich? Wie kann er die Stromversorgung einfach kappen? Ich höre doch seine Lache schon wieder. Er ist irgendwo hier. Hören Sie zu, das kann ganz normaler Stromausfall sein. Kein Grund zur Beunruhigung. Das macht keinen Sinn, die Leute zu beunruhigen. Wer weiß, was noch passieren wird. Wir müssen cool bleiben. Was passiert hier gerade? Der spielt mit uns. Durchsuch jedes Zimmer. Der muss hier irgendwo sein. Diesmal schnappen wir ihn uns. Jo. Verdammte Scheiße, wo ist dieses Viech? Bleiben Sie alle, wo Sie sind. Das ist ein Fall fürs PD. Wir haben Grund zur Annahme, dass hier jemand Leute umbringen will. Fuck, 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 was ist das? Oh nein! Oh. Wo? Wo ist er? Hier im Zimmer. Er hat den Arzt umgebracht. Verdammt! Oh nein. Er ist wieder weg. Fuck, hier ist der Arzt. Sind Sie in Ordnung? Schieß auf ihn! Er hat schon wieder einen umgebracht. Oh nein. Oh nein, alle raus hier, alle raus hier, alle raus hier. Gehen Sie raus, gehen Sie raus. Anna, geh auch raus. Gehen Sie raus, gehen Sie raus. Das Ding ist wieder da. Er hat schon wieder zwei Leute umgebracht. Oh nein. Wenn Sie alle hier stehen, warten Sie genau hier. Wir gehen nochmal rein, Tom. Komm, wir gehen wieder rein. Jo. Check jedes Zimmer durch. Das Ding muss hier irgendwo sein. Er spielt mit mir! Er ist draußen! Er ist draußen! Gehen Sie aus dem Weg! Wir haben kein freies Schussfeld! Schieß auf ihn! Wieso ist er schon wieder verschwunden? Das gibt's nicht! Gott, ist schon wieder einer tot! Was willst du von mir? Ich hab auf dich gewartet! Was willst du von mir? Ich hab dich gesucht! Du bist älter geworden! Du bist noch hässlicher geworden. Komm raus und zeig dich. Weißt du, was ich mit deinem Bruder gemacht habe? Was hast du mit Braxis gemacht? Wir haben Spielchen gespielt. Ich spiele. Du krankes Schwein, komm raus. Wenn du ihn retten willst, dann finde mich doch. Was soll das denn heißen? Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Spiel? Verdammt. Anna, du musst uns jetzt alles sagen, was du weißt von damals. Ich weiß nur, dass man... Was hast du gesehen, als du bei Pennywise gewesen bist? Wovor hat dieses Ding Angst? Ja, er hat große, große Angst. Vor was? Und dagegen ist er auch nicht immun. Gegen. Ja, was denn? Feuer. Feuer. Das Ding hat Angst vor Feuer. Okay, das macht sogar Sinn. Das macht sogar Sinn. Es sieht so aus, als wenn es sicher ist. Wir schicken Streifenwagen hier hin. Ihr habt sie gehört, wir müssen Feuer besorgen. Wir müssen ganz viel Feuer besorgen. Was ist das? Hey, Anna. Oh nein. Oh nein. Hat das sie jetzt auch entführt oder was? Ja. Oh nein, nicht schon wieder. Das wird sie nicht überleben. Steig ein, Kollege, wir müssen los. Ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Zentrale. Das Zentrale. Krankenhaus ist überfallen worden. Das weiß ich schon. Sie wissen schon Bescheid? Sie wissen, was passiert ist? Ja. Der Chief war schon ganz außer sich, als er das hörte. Von dem Krankenhaus. Was soll das heißen? Wo will er hin? Das weiß ich nicht. Der schickt sofort Streifenwagen dahin. Hat er schon losgeschickt. Streifenwagen, oh Gott. Erst glaubt er uns nicht und jetzt schickt er irgendwelche Einheiten irgendwo hin? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Wir könnten alle in große Gefahr sein. Eine Idee, wo er sie hinschicken könnte. Der will zur alten Farm hin. Das war das Haus von Pennywise damals. Da haben wir ihn gefunden. Wir müssen vor dem Chief da sein. Der hat doch gar keine Ahnung. Wenn die da mit der Sondereinheit sind, die haben doch gar keine Chance gegen das Ding. Aber wir müssen uns beeilen. Wir müssen auch noch Feuer finden. Wir müssen Granaten finden. Und keine Ahnung, was wir sonst noch alles haben. Siehst du irgendwas? Siehst du Blaulicht oder sowas? Ja, jetzt. Oh nein, ich sehe es auch. Ich sehe es auch. Er ist wirklich da. Die haben doch keine Ahnung. Wir müssen die retten, Mann. Die wissen doch gar nicht, was auf sie zukommt. Die haben doch keine Chance gegen Pennywise. Oh nein, ich sehe doch den Chief schon. Verdammt, verdammt, verdammt. Bitte seid nicht drin. Chief, Chief, Chief. Was ist da? Es ist zu spät. Der was Klaus ist zu spät? Schreie. Schüsse. Sind sie verletzt? Nein. Sind die alle schon drin, Mann? Chief! Die sind alle drin. Die Kugeln bringen bei denen nichts. Was dann, was dann? Tom und ich haben etwas vorbereitet, aber wir brauchen ein bisschen Zeit. Sie müssen uns irgendwie Cover geben. Tom, bereite das vor, was wir geplant haben. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn auch. Was machen die da drin? Die kämpfen gegen das Ding, aber sie haben keine Chance. Wir müssen das Haus irgendwie zum Brennen bringen. Das ist echt. Es geht, es geht. Nein, sie sterben alle. Hast du es geschafft? Ja, ich habe einen Molotow-Cocktail. Sehr gut, von den Dingern müssen wir noch mehr bauen. Wir müssen unbedingt den Einheiten helfen. Ich übernehme das Ganze, ich kenne dieses Ding.
Sehen Sie es jetzt auch ein? Es ist da. Ich glaube Ihnen. Dieser Clown liebt es, Spiele zu spielen. Und ich glaube, wir sind mittendrin in einem. Folgen Sie mir, ich bin schon mal hier gewesen. Oh nein. Sehr vorsichtig. Da vorne lebt, glaube ich, noch einer. Tom, kannst du nach ihm sehen? Ja. Ein paar Leichen. Verdammt. Meine besten Männer. Oh mein Gott, was ist das hier alles? Dieses kranke Monster ist... Hier, irgendwas war das? War das? Was ist mit den Fahrzeugen? Wieso gehen die Fahrzeuge alle hoch? Scheiße. Oh nein. Und Rauch. Er rastet Scheiße. Richtig aus. Oh shit! Geht in Deckung! Leute, Pennywise wird immer stärker. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Seit er die Erwachsenen angreift und abordet, wird es schlimmer. Pass auf, hier ist Rauch. Er wird immer stärker. Oh mein Gott. Ist das eine Einheit von uns? Stehen bleiben. Bleiben Sie stehen. Wer sind Sie? Sind Sie auf unserer Seite? Als Kollege. Okay, gut. Oh, da schießt jemand. Von wo kommen die Schüsse? Was war das? War das Pennywise? Ich blick nicht mehr durch. Chief, was sollen wir machen? Mein Kollege? Tom? Tom? Tom, sag irgendwas. Wach auf. Mein Gott, er ist tot. Und es ist Pennywise. Wir müssen uns aufteilen. Ich suche nach Überlebenden und Sie gucken, ob Sie irgendwas Brennbares finden, okay? Gut. Ich guck mal im Haus weiter rum. Leute, hört zu. Ich versuche jetzt Anna zu retten und sie hier irgendwo zu finden. Und danach fackeln wir das Ding hier ab. Ist hier jemand? Hallo? Irgendjemand im Keller? Hallo? Pennywise, bist du hier? Hallo? Pennywise! Verpiss dich! Anna? Du hast gefunden. Ich hab eine Überlebende gefunden. Anna, geht's dir gut? Anna, steh auf. Ich freue mich, dass du zurückgekommen bist. Anna, wir sind wieder in seinem Haus. Anna, wach auf, wach auf. Jetzt sind wir endlich alle eine Familie. Anna, du musst aufstehen. Komm zu dir. Anna, Baby. Ich will noch nicht aufstehen. Er ist irgendwo hier. Bleib kurz sitzen. Ich versuch das Licht wieder anzumachen. Oh, sollte hoffentlich gleich wieder an sein. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. Ich trag dich einfach. Hör zu, ich werde dich jetzt hier rausbringen. Ich habe einen Plan. Sobald wir hier draußen sind, werde ich die Bude abfackeln. Ich habe Bomben, ich habe alles dabei. Wir sind vorbereitet. Bleib hier einfach liegen. Ich werde jetzt gleich reingehen und werde den Plan in die Tat umsetzen. Oh, ich hoffe, Tom hat irgendwas vorbereitet. Oh nein. Du kannst mich nicht aufhalten. Ich kenne deine Schwäche inzwischen. Du hast vielleicht keine Angst vor Kugeln. Aber du hast Angst vor Feuer. Guck mal, was ich hier habe. Guck mal, was ich hier habe für dich. Es scheint zu klappen. Er ist abgehauen. Okay. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich hole noch mehr von den Dingern raus. Das und das C4 sollten dafür sorgen, dass der Clown für immer verschwinden wird. Komm schon, Tom. Hast du alles vorbereitet? Perfekt, er hat's geschafft. So kann's klappen. Feuer an und go. Ich werde das ganze Ding abfackeln. Du wirst schon sehen, Pennywise. Oh, Murphy. Willst du Praxis wiedersehen? Dann hör auf! Wie gefällt dir das, Pennywise, hä? Vielleicht rückst du jetzt meinen Bruder raus. Das ist deine letzte Chance. Rück ihn raus. Ich schmeck dir das Ganze, wenn ich deine Bruder abfackel, hä? Okay. Okay, ist ja gut. Du wirst brennen. Das ist dein Ende. Ich lass Praxis raus. Gott, das brennt hier wirklich schon alles. Lass ihn raus, lass ihn gehen sofort. Ich bring dich zu ihm, hör auf. Du bringst mich gar nicht zu ihm. Gib's doch zu, er ist tot. Er ist längst gestorben. Nein, er lebt noch. Ich hab mich um ihn gekümmert. Ja, hast du das getan? Du Irrer. Hab ich. Egal, du wirst brennen. Ist egal, nein, ob ich mitbrenne. Nein, hör auf. Lass es. Wo bist du? Leute, ich mach jetzt die Haftbomben fest. Ich glaube, er lügt uns an. Praxis ist nicht hier. Ich will doch einfach nur noch diesen Albtraum beenden. Der wird schon brennen, aber jetzt gleich. Ah! Ich muss weitermachen. Das ganze Haus soll explodieren. Dieses Haus brennt einfach nicht genug. Aber ich glaube, mit den Dingen wird es hochgehen. Keine Sorge. Das wird lauter fetter Knall werden, Pennywise. Das wird dir gefallen. Das fragst du nicht. Du wirst in die Luft gehen, du wirst fliegen. Das gefällt dir doch, oder nicht? Noch ein paar letzte Worte. Ah, verpiss dich. Scheiße. Mach das nicht. Ich werde es doch machen. Es wird Zeit, dass du brennst. Oh, ich muss hier weg. Und Feuer. Oh mein Gott. Was war das für eine Explosion? Haben wir es geschafft? Oh Gott, das brennt ja alles. Wir haben es geschafft. Anna, wo bist du? Wach auf. Wir haben ihn besiegt.
Schau dir das an, die ganze Farm ist kaputt. Er lebt immer noch, wie kann das sein? Du hast doch keine Chance gegen Feuer. Das ist dein Ende, Clown. Das überlebst du nicht. Er ist weg. Wieso ist er verschwunden? Sag uns, wo Braxis ist. Warum ist Braxis nicht hier? Er sollte doch hier sein. Komm zum Tunnel. Komm zum Tunnel. Oh, es endet immer noch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Anna, wach auf. Ja. Wir werden deinen Bruder jetzt retten. Komm mit. Oh, steh auf. Du kennst die Gänge da unten doch. Ja, kenn ich. Wir werden dieses Monster jetzt für ein für alle Mal besiegen. Ja, jetzt reicht's mir aber. Nein. Wir machen's wie damals. Ich will meinen Bruder zurück. Du wirst deinen Bruder wiedersehen. Wir werden deinen Bruder Braxis endlich wiederbekommen. Leute, wir beenden das Ganze jetzt. Drückt fest die Daumen. Schreibt in die Kommentare, was ihr tun würdet. Würdet ihr zurück in die Kanalisation gehen, um euren Bruder zu retten? Wir werden alles tun. Ich erinnere mich selber nicht mehr so genau. Das ist so lange her einfach. Oh Gott. Mach besser die Sirene aus. Er wird hier irgendwo auf uns warten. Der zieht seine Schau ab. Er spielt immer noch Spielchen mit uns. Komm immer tiefer. Pass genau auf. Nicht, dass dieses Ding uns irgendwo wieder angreifen will. Das will uns verarschen. Was ist da? Ist das dein Bruder? Mein Bruder. Das ist doch dein Bruder. Braxis. Mein Bruder. Bist du das? Wach auf. Braxis, bist du das? Hey, wir sind's. Deine Schwester und dein Fassbruder, dein bester Freund. Wach auf. Es wird alles wieder gut. Komm schon, komm zu dir, Mann. Du bist schon viel zu lange hier gewesen. Wir sind's. Kann der mal aufstehen endlich, Digga? Anna und Wannabe, du weißt doch. Anna? Das kann nicht sein. Doch, du seid hier so groß. Älter geworden, Mann. Er hat dich gefangen gehalten. Das glaube ich euch nicht. Geht weg, ich will zur Opa. Wo nein, ist Opa? Nein, nein, bleib hier. Wir haben keine Zeit. Pennywise kommt. Komm mit. Pennywise? Komm mit. Ja, der Clown. Oh nein. Er ist bereits Pennywise. Da. Anna, komm zurück. Die Familie ist also wieder da. Das ist ein kleiner Unterschied, mein Freund. Dein Ende ist nämlich jetzt vorbereitet. Erinnerst du dich noch? Ja, als wäre es gestern gewesen. Und Anna hat erzählt, dass heute der 31. ist. Weißt du, was das heißt? Heute ist Halloween, mein Freund. Nein. Sieht scheiße für dich aus, oder? Traust du dich nicht? Komm, ja, nimm das hier. Ah! Spür den Baseballschläger, du Pissvieh, ich geh down. Endlich. Wir haben keine Angst mehr vor dir. Ist tot. Das war's. Das ist es gewesen. Die Angst hat ihn stark gemacht. Und jetzt, wo wir keine Angst mehr vor ihm haben, ist tot. Wir haben es geschafft. Kommt her, kommt her. Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, diesmal haben wir es wirklich geschafft. Steigt ins Auto ein. Wir müssen hier weg. Wir müssen zu Opa. Ja, komm rein. Los. Warte doch. Lass ihn weg. Lass mich nicht allein, der ist irre. Mach Platz, Anna. Nur um sicher zu gehen. Fahr doch mal über ihn drüber. Nimm das hier, du dämlicher Clown. Warum seid ihr so groß geworden? Ich habe keine Ahnung. Das müssen wir überprüfen. Keine Ahnung, warum du so jung noch bist. Wie geht sowas? Ich bringe dich jetzt erstmal nach Hause. Wir fahren zum Krankenhaus. Es wird alles wieder gut werden. Ich habe Angst, Bruder. Hol jetzt mich brauchst raus. Du keine Angst mehr haben. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben Pennywise besiegt und Braxis wiederbekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da und hofft darauf, dass Pennywise nie wiederkommen wird.